Dann ist Rodri dran. Yay! Meine liebste Aktion in diesem Kampf. Okay, warte. Soll ich die jetzt nochmal mischen? Ja, das ist. Nein, ach komm. Wir haben die gemischt. Ja. Ihr habt die schon gemischt. Ich hab die gemischt. Ich zieh einfach die Oberste. Ich hab sie gemischt. Ich hab sie eben die ganze Zeit gemischt. Okay. Okay. Skull! Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das ist dieser Angel of Death. Ja, der kommt. Der Avatar also. Of Death. You summon an Avatar of Death. A ghostly humanoid skeleton clad in a tattered black robe and carrying a spectral sky. It appears in a space of the DM's choice within 10 feet of you and attacks you, warning all others that you must win the battle alone. The avatar fights until you die or it drops to 0 hit points, whereupon it disappears. If anyone tries to help you, the helper summons its own avatar of death. Holy shit! A creature slain by an avatar of death can't be restored to life. Das ist genau, das ist nochmal so ein Krampus-Ding eigentlich gerade. Was gegen Rodri kämpft. Da müsste ein Shadow drin sein. Ja. Irgendwo, Ria. Da müsste ein Shadow, eine Shadow-Mini drin Avatar sein. Avatar of Death ist hier drin. Da müsst ihr euch einfach vorstellen, dass der Sensemann. Das ist der Sensemann und der kommt jetzt zum Rodri zu holen. Da müsste der gedruckte Schatten drin sein. Ja, der sieht schön aus. Was war Tin? In der. Der macht Rodri kaputt. Der ist richtig krass auch, glaube ich. Nee, der ist keines. Was? Nee? Wie funktioniert das mit dem. Ach, das kommt drauf an, wie krass der ist, wie stark man selber ist, glaube ich. Ja. Ich kriege irgendwie doppelt so viele Hitpoints wie du und. Okay, ich warne alle anderen, dass du den Battle alleine schaffen musst. Alles und klar. Wie funktioniert das dann mit der. Weil hier steht nichts zum Thema Initiative und so. Das funktioniert jetzt einfach nebenbei beim Kampf. Da müsste eigentlich ein Statblock sein für den. Ja, das ist ein Statblock und der kriegt eine eigene Initiative. Aber das steht. Ne? Ja, aber der würfelt wahrscheinlich Initiative selber. Ja, genau. Natural 20. Okay, schön. Ich würde sagen, der haut dich direkt. Aber nicht, wenn er erscheint, oder? Mit einer Natural 20 schon. Ich glaube, Rodri ist gleich weg. Hey, wenn Rodri tot ist, dann wacht er vielleicht auf und dann ist das Ganze vorbei. Ja, das ist halt die Sache, da habe ich auch schon überlegt. Aber ich wollte Rodri nicht killen. Da sind keine Angriffe drin. Außerdem wäre das Meta, weil ich nicht weiß. Keine Angriffe? Doch, mit seiner Sense, oder nicht? Ah, doch. Weeping Sky. Ja. Scythe. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Okay, der trifft dich. Wie, der trifft mich? Der muss keinen. Also, oder? Nee. Hm? Ach stimmt, der muss keinen Attack Roll dafür. Nee, muss er nicht. Der trifft immer. Der trifft einfach. Mit Magic Missiles als Hände. Ja. Mit der Sense. 7 Slashing und 1 Necrotic Damage. Tschüss, Rodri. Was für ein Zufall. Schön, dich kennengelernt zu haben. Schade. Okay. Ja. Dann so viel Potenzial darfst du. Hast du deine Action schon verbraucht? 2 schlimme bisschen. Ja, Rodri ist durch. Ja. Vielleicht ist das Einzige, was er gleich noch machen kann, noch eine Karte zu ziehen. Ich glaube, das Einzige, was irgendwie sinnvoll ist. Vielleicht verschwindet er ja noch in irgendeinen Abgrund und ist zumindest der Avatar nicht mehr da. Schafft er das nicht? Ich glaube, der voll verfolgt ihn überall. Wenn er seine 2 Attacken machen kann, meinst du nicht, dass er es hinkriegt? Nee. Der naht das Vieh 40. Also du darfst noch laufen, aber würdest dann eine Attack of Opportunity bekommen. Ja, nee, Rodri bleibt da. Okay. Was macht das Ding, wenn er schon... Oder hat er nicht... Achso, nee, das ist ja seine Aktion hat er schon genommen. Ja, hat er schon. Okay. Also auch keine Bonus-Action oder sowas. Hey, Leute, Hilfe! Du wurdest gewarnt. Der Rest ist ein bisschen verwirrt, weil da noch. Was ist das für ein scheiß Geschenk? Dann ist Ruby dran. Ich hab dir gesagt, das ist gefährlich. Ich rufe zu Reinhard auf den Hinweis, den du mir vorhin bestimmt ingame gegeben hast. Fairy Fire? Fairy Fire! Und caste Fairy Fire um mich rum. Sehr gut. Um dich rum nicht, hoffe ich. Nee, oder? Auf den auf Krampus. Den Krampus und den Rock. Wie viel? Ich hatte 20 Fuß Square. Genau, auf den Krampus. Aber wie weit von dir weg? 60, glaube ich, mindestens. 60 Fuß. Okay, was macht das mit dem Fairy Fire? Nur Vorteile. Wir kriegen Advantage und der kann sich nicht mehr verstecken. Hm. Genau. Das war ja wie bei dem Shadow, den haben wir ja auch damit belegt in der. Jo, das stimmt.
Ja. Man kann sich sowieso nicht verstecken, haben wir doch gerade festgestellt. Okay, gut. Ich überlasse euch. Dann machst du noch was? Ich gebe Bardic Inspiration nochmal auf Reinhard als Bonus. Oh, das darf ich auch nicht vergessen. Ich habe noch eine. Er hat noch eine. Kannst du zwei gebrauchen? Nee. Dann kriegt Corrigan jetzt eine. Ist das Target you can see oder Target that can hear you? Hear you, vermutlich. Ich glaube auch. Mhm. Ich glaube auch. Könnte es Rodrian geben? Der braucht sie. Who can hear you? Who can hear you? Nee, das okay, wäre ich glaube, das hilft jetzt nicht mehr viel. Weiß ich nicht. Würde ich durchgehen lassen. Okay. Gibst du mir sie? Ja. Ja. Dankeschön. Perfekt. Perfekt, die brauche ich dazu. Gut. Dann so machst du noch was? Bewegen? No. Bin glücklich. Dann ist... Achso, dann musst du noch hier Checks machen oder sowas. Also wenn du Fairy Fire machst. Die müssen Dexterity Saving Throw machen. Das war meine Frage. Ja. Right. Was? Dexterity Saving? Jo. Ja. Die haben keine gesonderten Saving Throw. Doch, haben sie. Okay. 13. Safe ist 13. 13. Dann ist es geschafft. Traurig. Ja. Wen noch getroffen? Also das ist ja ein 20 Fuß Square. Kriegen wir da noch was mit rein? Den Schlitten? Ja, der leuchtet dann. Der leuchtet dann. Ja. Hm. Ich hab's versucht, Reinhard. Mhm. Schlitten, der blinkt so wie so eine Weihnachtslichterkette. Mhm. Voll hübsch. Renn. Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Toll the Dead auf den Schattenheini da. Den Schatten. Also du meinst den Krampus. Den Krampus oder den. Den Rock. Ja, gut, dann targeten wir jetzt erst den Rock. Dann mache ich da. Muss mir Wisdom Saving vorgeben. Mhm. Ist da eigentlich noch ein Portland oder sind die beide weg? Eine 12. 12 failed. Okay. 11 necrotic. 11 necrotic. Nice. Ach, der nice. Ist doch bestimmt. Hm. Oh, mal gucken. Magical Damage. Hm? Ist ja Magical Damage. Ja. Vielleicht haben wir Glück. Außer der ist resistant to necrotic. Außer der ist resistant gegen jeden Schaden. Du merkst, dass er so ein bisschen in sich zusammenzuckt. Als ob er irgendwas gehört hätte, was er nicht mag. Ja, er hat eine laute Glocke gehört. Dumm, in seinem Kopf. Aber. Und hat aufs Maul gekriegt. Und jetzt guckt er dich an. Hallo! Machst du noch was? Ich bewege mich zurück ein bisschen Richtung. Ja, dich sehe ich nicht, ne? Nee. Aber du kannst dich ja trotzdem in meine Richtung bewegen. Naja, in Richtung Korrigan. Wie viel? 25 Fuß kann ich mich bewegen. Also willst durch. Du alles? Ja, ich habe ja richtig viel Reichweite mit all meinem Scheiß. Ich muss ey, was soll das? Okay. Ach, was? Gut. Dann ist dann ist der Rock, nein, Entschuldigung, der Avatar of Death dran. Schon wieder? Ja, weil er eben in die Runde noch mit rein. Das war quasi eine Surprise Round. Ja, genau. Also dann kann er jetzt nochmal, aber dann kann Rodri ja gar keine Aktion mehr machen. Vielleicht. Ach, der wird ja nicht getroffen. Ach ja. Der wird automatisch getroffen. Ach ja. Sechs Slashing und sechs Necrotic. Nein. Ist er weg? Ist down. Tschüss, Rodri. Oh. Schade. Würde von dem Avatar jetzt weg. Und der Avatar ist weg, ne? Ich wollte noch eine Karte. Ja. Naja, er hat das Deck ja noch. Ja. Alle fallen. Einen Charakter. Das Deck fällt ihm aus der Hand und alle werden so aufgedeckt. Corrigan kann ja noch einziehen dann. Ja, genau. Hoppala. Okay. Hoppala frisst einfach eine Karte. Gut, dann ist der Rock dran und versucht den neben rein. Wir können rüberlaufen und ein Level abziehen. Kann man machen. Hm. Das bringt ja nicht so viel. Das ist halt ein Level 4. Multiklasse. Multiklasse. Also, Spores. A 15-foot radius cloud of toxic spores extend out from the rock. Was? The spores spread around corners. Each was? Creature in that area must succeed on a saving throw for a constitution. Okay.
20. Ja, okay, es ist dir egal. Du merkst, dass da irgendwie irgendwas komisch ist. Kriegt man keinen halben Schaden bei einem Successful? Weiß ich nicht. Müsste das da stehen? Oder ist das normalerweise? Das ist oft bei Dex-Dingern so. Konstin? Eigentlich ist das bei allen Effekten so. Es steht dann da. Ja? Sicher? Okay. Ich dachte. Nee. Bei den meisten Spells. Also das steht an dieser Stelle nicht. Nee. Okay. Okay. Das wäre der Rock. Dann ist der Krampus dran. Mhm. Der bewegt sich seine 30 Fuß. Der leuchtet, ne? Wir haben Umi da voll allein gelassen. Kann er eigentlich fliegen oder sieht er nur so aus, als könnte er fliegen? Nee, der fliegt nicht. Der sieht nicht? Achso, sorry. Das ist nur so eine coole Mini. Die wollte Bosse nur gerne. Tschüss, Reinhard. Ja, der haut den Reinhard mal. Mit seinen. Das erste ist die Chain Attack. Mhm. Die wird nix. Fling. Und das andere sind die Claws. Mit einer 19. Das verfehlt. Okay. Weil sie platte an. Dann. Was denn? Rodri ist tot und der ist nicht aufgewacht. Vielleicht ist er auch aufgewacht, aber nicht für uns. Ja. When you die dann in the dream, you die for real. dann ist. Außerdem wissen wir ja nicht, dass Rodri theoretisch träumen könnte. Vielleicht haben wir ihn uns nur erdacht. Oder einer von uns träumt. Das ist die andere Sache. Dann ist Corrigan dran. Ja. Corrigan. Corrigan ist dran. Okay, gut. Corrigan nimmt sich nochmal hoppala. Du kommst bis zum Deck auf meine. Notlösung, wenn es nicht funktioniert. Corrigan nimmt sich nochmal hoppala, setzt den vorne auf ihre Hände und sagt: Ich denke daran und ich glaube und ich wünsche mir, dass du erwachsen bist. Und zwar jetzt sofort. Gar nicht? Nee. Ohne Check? Ohne Check. Ja, dann durfte einen Check machen. Bei mir hat aber auch eine Sache nicht funktioniert mit den Spare-Slots. Da durfte ich auch keinen Check machen. Das ist zu krass wahrscheinlich. Dann rennt Corrigan zum toten Rodri. Okay. Oh nein. Selbst vom Kommando. Was soll ich machen? Ich kann überhaupt keinen Schaden machen und so. Ja, ja, das stimmt. Du hättest noch eine Bonus-Action jetzt. Ich weiß, ich oder kann, eine Action. Kann du kannst es dir aussuchen. Deine Bonus-Action oder deine Action ist weg. Ist mir egal. Dann ziehe ich noch eine Karte. Okay. Tu das. Corrigan, los geht's. Oh, der liebste Teil. Alles okay bei der Tech? Ja, ich freue mich nur auf das, was jetzt gleich passieren wird. Corrigan, komm. Corrigan sieht jetzt was Positives. Corrigan hat noch volle Hitpoints. Corrigan geht's super. Gleich nicht mehr. Sun! Oh, Sun. Sun könnte, die guckt aber böse. So garantiert nicht gut. Die Sonne sieht böse aus. Ein Feuerball kommt auf dich. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Wir müssen einfach nur ein Video machen, wo nur Rias Reaction Shots zu den, ja, zu den ich Beschreibungen. Ich mach so viele GIFs. Das wäre tatsächlich eine von den Sachen, die ich rausgenommen hätte, ehrlicherweise. Ja. Was, dann zieh doch nochmal eine. Da, darfst du trotzdem wissen, was es gemacht hat? 50.000 XP. Nice! Das will ich. Dann wärst du jetzt Level 20. Aber, ja, verstehe ich. Dann ziehen wir noch eine. Dann zieh ich noch eine. Ist wenn das okay? Du es möchtest, ja. Ich zieh gerne eine andere ein. Aber, also die richtig krassen, also... Ja, ja, die nehmen wir raus. Ja, okay. Dann haben wir ja schon ja, die ganz übertriebenen. Die das Spiel jetzt kaputt machen würden, wenn ich verstehe. Aber es gibt auch coole, glaube ich. Ja, ist okay. Glaube ich. Ja, es gibt coole. Komet, oh, ja. Comet. Das war das mal, die kenne ich. Comet. Die kenne ich. Comet. Ich glaube, die ist scheiße. Ihr If Kinder you single-handedly defeat the next hostile monster or group of monsters you encounter, you gain experience points enough to gain one level. Otherwise, this card has no effect. The next, also nicht das hier, sondern die danach. Das nächste Encounter, ja, toll. Ja. Okay. Das ist cool eigentlich. Alleine. Ja, alleine. Single-handedly. Dann ist Level One. Meinert haut jetzt endlich. So quatschen wir nicht raus. Auf den Krampus. Okay, dann macht er das. Kriegt aber, nee, ist okay. Ja. Mhm. Jetzt erstmal eine Stunde Level. Vorher. Lassen.
möchte ich mich zurückbewegen. Du Warte mal, du startest jetzt deinen Turn. Ja. Ich immer dann noch machst du bitte einen Wisdom Saving. Okay. Das ist eine 9. Warte kurz. Bardic Inspiration. Nee. Hm, das ist eine 11. Okay. Was genau machst du? Du bist frightened until the start. Ist der weder Aberration noch Fiend noch Undead? Ach ja, du hattest, was hattest du? Dann kann ich nämlich nicht gefrightened oder gecharmed von denen werden. Dann funktioniert das nicht. Protection from good and evil, motherfucker. Ohne Scheiß. Hab ich ja gesagt, frightened ist wahrscheinlich das Wichtigste. Welcher hat das gemacht? Der vor mir oder der Krampus? Nee, der Krampus. Der Krampus hat es gemacht. Ja. Der aber ist Fiend, Undead oder Aberration. Stark. Cool. Du darfst ihn hauen. Ja, okay, ich gehe vorher nochmal einen Schritt zurück. Die einzelnen Karten. Ganz kurz. Ah, okay. Ja, ich muss trotzdem Bardic Inspiration ausgeben, weil es ein Dings war, ne? Weil es ein Saving Throw, okay. Ich gehe trotzdem zurück und lass mich von dem Rock hauen, wenn er mich hauen will. Ja. Bewege mich dann zwei Felder Richtung Renn und ein Feld Richtung Eingangstür. Dahin, meinst du? Genau, damit ich zwischen dem Krampus und den anderen stehe. Ja, dann versucht er dich zu hauen. Jo. Mit seiner normalen Attacke, ne? Ja. Das ist das Normalste, was er hat. Ja, dann die Multi-Attack. Ja, das ist nur einer, also. Mhm. 16. Ist verfehlt. Gut, und dann habe ich den Krampus. Jo. Mit meinem Schwert. Für 21 zum Treffen. Das trifft. Dann mache ich grandiose 17 Slashing Damage. Puh. Mhm. Wenn das überhaupt Schaden macht. Ist das Magical? Und 3 Radiant. Ist das Magical Damage von deinem Schwert? Nö. Hast du das nicht imbued noch nicht? Nein. Okay. Okay. Also normaler Schaden. Ja, das macht ihm relativ wenig aus. Das ist okay, ich hau trotzdem drauf. Ja. Er lacht dich an. Ja, ich lach zurück. Okay. Bitte Fanart von diesem Moment. Gut, dann machst du noch was anderes. Nö. Okay. Dann ist Rodri nicht mehr dran. Oh. Muss Rodri Death Saving Throws machen oder ist er einfach tot? Möchtest du Death Saving Throws machen? Nee, dann hätte Corrigan wahrscheinlich die letzte Runde benutzt, um ihn zu stabilisieren. Na, stimmt. Okay, der ist einfach tot. Dann ist Umi dran. Ja, ich guck meinen Mantel an, sehe das Ding mit dem roten Kringel da und zieh den runter und versuch Fireball zu casten. Du kannst das Krampus. Du hast einen Fireball auf dem Ding. Jo, okay. Nice. Das wäre dann aber eine Action. Ja. Okay, dann mach das mal. Das ist dann aber Level 3. Das ist dann aber eine Level 3 Scroll. Die muss Level 3 sein, ja. Dann mach das mal. Dann muss er erst einen Arcana-Check auf 13 machen. Das sollte funktionieren. Ja, dort funktioniert. Das ist eine 21. Mhm. Nice. Oh, Junge, oh, bitte platziere ihn so, dass wir nicht getroffen werden. 1, 2, 3, 4. Many D6! Mhm. Du brauchst noch mehr, oder? Mehr als 4. Du brauchst 8. Kannst du 4 ja. Obwohl du. Hier, ich hab Sneak Attack Dice. Ich muss noch wissen, ob wegen einem Deck Saving Throw. Hm? Ob das auf den Gegner, 4 oder 8 D6 sind. Ja, also Hälfte oder. Es sind 8 D6. Auf jeden Fall sind es 8. Sind auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall mit 8 und du halbierst die. Ach, ja, klar, stimmt, so macht das Sinn. Trotzdem muss der. Auf wen würfst du denn überhaupt? Den Krampus. Und mich? Nee, den Rock und den Krampus bestimmt, das ist doch ein Radius. Mhm. Ja, ja, danke. Mhm. So, aber so, dass Reinhard nicht getroffen wird. Doch, selbstverständlich, Umi weiß das ja. Also, bestimmt. Beide ohne Reinhard zu treffen ist nicht drin. Nicht? Der, nein, nicht mit dem. Wenn er den dabei in der Nähe des Schlittens eher schmeißt, sodass der Außenkreisradius nur noch die beiden. Wie viel trifft? Radius? 20 Fuß Square oder so, ne? Da steht er drin. Ja. Dann das geht das Verifier, dann kannst du neben den Rock werfen, dann ist der andere noch drin. Ist der Krampus noch drin. Es wird knapp, aber ich meine, der steht halt 5 Fuß immer noch weiter weg. Dann, ne? Ja, ist okay. Das ist eine Kugel sogar. Mm, ist okay. Eine Kugel, ja, okay. Ja, das sollte gehen. Dann ja, das meine ich halt, ne? Der Kreis so. Ist direkt Schaden, ne? Ja, ist trotzdem Dex safe noch. Ne? Ach so. Genau. Alle, die vielleicht kriegen die halben Schaden. Genau.
Eine 10? Für welchen? Für den Rock. Ne, ist gegen eine 13, also schafft er es nicht. Der Krampus. 17. Dann schafft er das, dann kriegt er nur die Hälfte und der Rock kriegt den vollen. Ja, und zwar? Wie viel Schaden hast du? 26, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Mhm. Ziemlich sicher 26. Feuer, magischer Feuer. Damit. Ja. Okay, 26. Okay. Gut. Die kriegen ordentlich was ab. Und der Rock ist am Schreien, findet das richtig scheiße. Grinst der Krampus immer noch? Ja. Verdammter Krampus. Und ich würde mich Richtung Render noch bewegen, wenn ich das noch kann. Ari, das hast du aber nicht gesagt. Was habe ich nicht gesagt? Was habe ich nicht gesagt? Nichts, bei der Sonne hätte ich noch was anderes. Ja, ich weiß, aber... Ja, dann hätte man den Erfahrungsdings hätte man rausnehmen können. Egal. Du hast ja dafür was anderes gezogen. Ja, aber das war ja scheiße. Aber das hat mir nicht gefallen. Wie viel? Bis wohin? Ungefähr zwischen Corrigan und Ren. Da? Ein weiter? Ja. Gut. Ren guckt so rüber, als Omi das gemacht hat. Warte mal kurz. Du. Gute Arbeit. Beeindruckend. Weil er es nicht geschafft hat. Okay. Schön. Dann ist Ren dran. Ren, das, was du kannst, werde ich wohl nicht schaffen, aber Magic Missile auf den Rock. Ja. 3, 4, 2, 4, 6, 9 Force Damage auf den Rock. 9? 9. Okay. Das ist natürlich nicht die Welt, aber... Okay, du merkst, wie er echt was eingesteckt hat inzwischen. Ein und das erste noch. Und ein, zwei. Der ist schon ganz schön lediert, aber steht da noch. Der ist lediert und steht da noch, okay. Dann, es hat auf jeden Fall eine Auswirkung gemacht bei ihm, das siehst du. Okay, bewegst du dich noch? Nee. Okay. Dann... ist der Rock dran. Der benutzt sein... bewegt sich. Und zwar... und haut rein. Okay. Dafür bin ich da. Ja. Und zwar... Entschuldigung, ich nehme es zurück. Er geht bis dahin. Mhm. Und emits a horrific screech. Each creature within 20 feet of it that can hear it and that isn't a demon must succeed on a constitution saving throw. Ist das ein magischer Effekt? Nee, würde ich nicht sagen. Screech. Constitution Saving Throw? Ja. Also alle? Nee, wir beide. Nee, nur ihr beide. 14 bei mir. So die Frage, was dann passiert. Ihr habt 14, also genau. Okay. Ja, Natural 20. Ja. Ja, dann ist euch das relativ egal. Er schreit und weiß ja nicht, wie ihr reagiert. Niedlich. Und dann ist der Krampus dran. Der Krampus teleportet sich. Ich weiß auch wohin. Und zwar hier. So stehe ich mich denn dazwischen. Und macht dann eine Attacke auf Omi. Omi! Und zwar mit einer 19. Ja, ich würde mal sagen,
Das trifft. Rainer dreht sich um. Nein! Du hast eine andere Stimme. Nein! Okay, 28 Slashing Damage. Plus. Say no more. Noch 13. 28 Slashing plus 13 Poison Damage. Außerdem bist du grappled. Wie viel extra Damage nach dem 28? 13. 13. Also ja, dann mehr als doppelt so viel, wie ich noch übrig hätte. Trotz der 10 Temporary Hit Points vom Potion of Heroism. Keine Chance. Ja. Also 34 hattest du. Und es waren insgesamt 13 und was war der Slashing Damage? 28. Also 41. Ja. Wie funktioniert das? Du hast mich letztes Mal belehrt, wie das funktioniert, mit wann man insta-tot ist. Man ist insta-tot. Habe ich gewürfelt, ob ich treffe überhaupt? Ja, habe ich. Ja. Man ist insta-tot, wenn du mit einer Attacke deine verbliebenen Hitpoints plus einmal negativ deine Max-Hitpoints. Also noch zusätzlich Max-Hitpoints, genau. Musst du den im Minus bringen. Genau. Okay. Ja, das ist zum Glück nicht passiert. Aber du bist down, richtig? Ja, muss Death Saving Throws machen dann. Okay. Dann. So ein Scheiß. Ist. Das ist das erste Mal, dass einer Corrigan dran. Kartei. Just down. Dann ist Corrigan dran. Oh, ja. Das macht Corrigan. Und startet bitte mit einem Wisdom Saving Throw. Oh, Wisdom Saving Throw, okay. Ach, ob ich frightened bin, weil der irgendwie in 10 Fuß ist, wahrscheinlich. Der hat eine Presence oder was? Krass. Wisdom Save? Mhm. Bardic Inspiration? Ja. Ja. 13. Nee. Du bist leider frightened und du bist start of your next turn. Scheiße, das ist natürlich Mist. Du bist übrigens immun jetzt. Ja, du musst sie nur wegbewegen, von dem du kannst es aufheben. Ja, ich muss ja zu Uni. Ah, okay. Achso, ja, aber ich kann auch. Nee, okay. Ich hab eine Idee. Kann sowieso nicht gefrightened werden von dem. Idee. Okay, ja. Ich würde mich gern in einem Radius so zu Umi bewegen, dass ich mich nicht näher an ihn ranbewege, aber so, dass ich an Umi rankomme. Dann reiße ich von deinem Cloak, von deiner Robe, den Flicken mit den 4 Potions of Healing ab. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, dir ein 1 flößen. Das musst du entscheiden, ob das in einen Zug geht oder nicht. Dann wärst du auf wie viel? Dann ist sie wieder auf. Ich dachte, 2d4 plus 2. Ja. Das sind normale Potions of Healing. Ja. Also 4 machst du eher sein, okay. Oder? Nee, erstmal ein. Ist okay, erstmal einen darfst du machen. Ja. 5, 6. In jeder Hand 2. Es sind 4 auf einem Flicken. Okay. Den Rest steckt er sich ein. Okay, dann. 2 plus 1 plus 2 von der Potion. Das war eine sehr gute Idee. Ich weiß. Wirkt die Potion of Heroism noch, obwohl sie down gegangen ist? Nee, würde ich nicht sagen. Okay. Was steht denn bei der Dauer? Ja, sie ist ja schon eine Stunde quasi. Nee, oder Daumen. Also, nee. Ja. Was hat er jetzt gesagt? Okay. Wenn du möchtest, ist das dann der trotzdem. Ist das dein Zug? Machst du noch was? Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Hast du noch eine Bonus-Action? Obwohl, nee, du hast das abgezogen und dann ist es alles gut. Du könntest dich noch bewegen. Ja, bald euch bei Rennen. Danke. Wie weit komme ich denn noch? Ja. 10, 20, 30, da hinten. 15. Nee, 10 hast du bis jetzt noch. Ich glaube, du standest da. Ah ja, 10 habe ich sowieso schon benutzt. 10, 20. Ja, ich gehe mal 20, bis dahin. 30. Ja. Ja, okay. Gut, dann ist. Ja, bin ich. Reinhard dran. Der weiß nicht, wo ich bin. So gut. Reinhard. Ist denn der Blindside oder sowas? Das kann halt auch sein. Die haben mir eine Falle gestellt, das ist ja gemein. Ich lauf zum Krampus. Dann bekommst du eine Attack of Opportunity. Obwohl. Doch, ja. Ja,
nützt ja nichts. Ich laufe zwischen, zwischen Ren und Krampus. Vielleicht gerade so nicht, weil er so riesig ist. Naja, ja. er ist ja direkt in der, im Nahkampfbereich. Ja, aber wenn er im Nahkampfbereich bleibt, kriegt er keine Attack of Opportunity. Nicht? Achso, willst du nicht? Du nimmst Gottes Willen, dann flanken die mich. Achso, ja. Deswegen laufe ich zwischen Ren und den Krampus und so soll er mich halt einmal mit Advantage schauen. Da. Nein, noch einen weiter. Nee. Zwischen Ren und Krampus. Ren dahin? Ja. Okay. Dann kriegt er einmal... Nein, der flankt dich gleich her, der kommt von hinten. Ja, aber da kannst du ihn counterflanken. Mit einer... Counterflank. Advantage, ne? Eine 20. Das trifft auch nicht. Was für eine Armacht hast du aktuell? 21. Okay. Platte und Schild. Okay, ich... Ich sehe schon, das dauert noch ein bisschen länger. Aber ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, alle haben Spaß. Ja, das ist witzig. Ho, ho, ho. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgelesen, ich kann mir aussuchen, wie viele Karten ich vom Deck ziehen will. Ich muss nicht eine ziehen. Aktion? Oh, krass. Du musst sagen, ich ziehe drei Karten vom Deck und dann ziehst du drei Karten vom Deck. Das wird sehr gefährlich. Ich habe mir die Sachen aber durchgelesen, die da sind. Diesen, hast du die mitgenommen? Alle scheiße. In dieser Situation. Es gibt eine Sache, die witzig ist. Aber was machst du? Der Rest ist ziemlich schön. Achso, ich habe noch nicht gehauen, ne? Dann hau ich den Krampus. Ja, tu das. Ja, genau, mit dem Ritter. Das ist cool. Ich habe den Krampus. Ja. Mit einer das einzige, 23. Das ist das, was ich brauche. Nimm mich! Rufe ich. Und gebe ihm 17 Slashing und 3 Radiant Damage, genau wie eben. Okay. Was da drin? Nee. Die kann ich hoffen. Der grinst sich immer noch an. Dann bin ich fertig. Gut, ja. Dann ist Umi dran. Ja. Umi ist wieder wach. Wie viel, ja, wach und wie viel Hitpoints hast du jetzt? 5. 5, okay. Umi muss wieder aufstehen. Die liegt ja noch. Halbes Movement zum Aufstehen. Dann mache ich das. Mhm. Und du startest bitte auch mit einem Wisdom Saving Throw. 8. Du bist frightened. Mhm. Ja. Until the start of your next turn. Das ist ja nicht ganz so weh. Okay, aber du das aufstehen mit halbem Movement. Wir sind aus dem Radius nicht raus. Yes, wir lassen das. Machst du noch? Ja. Gleich wieder. Ich würde Healing Word auf mich selbst casten. Okay. Level? Ja. 1. Okay. Wie viele Spell Slots hast du noch? Genug. Ja, Level 1 Spell Slots habe ich so gut wie nicht benutzt. Ja, okay. Also gar nicht. So gut wie gar nicht. Brauchen die Scrolls Slots? Nee. Dann? Ich glaube nicht. Nee, das war einmal das Healing Word, Level 2. Oh, das Fairy Fire gemacht worden, ne? Fairy Fire, danke. Okay. Ich wusste, irgendwas war. Aber sonst hatte ich die Scrolls. Okay. Ja. Und Cantrips, das. Dann mach Healing Word. Ja. Gib ihm. Also dir. Sind es eine 1? Dann plus 3. Ja, 4. Ja. Dann bin ich bei 9. Okay. Wir können das schaffen? Yeah. Ich tu, was ich kann, Ginny! Ich tu, was ich kann. Gut. Bewegst du dich noch? Ist ja nicht so, als hätte ihm 41 Schaden gemacht in einer Runde. Nee, so ist das nicht. Also, ich versuche mal so ein bisschen Richtung Ren und Corrigan zu kommen. Ich hab bestimmt ein Challenge-Rating von 25 oder so. Ja. Movement steht hier nicht. 30, also noch 15. Ja, okay. Der muss uns so beschützen. Okay. Dann ist Ren dran. Pull the dead auf den Rock. Okay. Wisdom saving throw. 4. Nein. Ich kriege einen D12 mit Kortek. 4. Okay. Gut. Das war's. Machst du noch was? Achso, du musst es auch. Entschuldigung. Du musst es auch ein Saving Throw machen. Ist der so nah bei Wisdom. Mir? Ja? Ja, ja, ja. Ja. Wisdom. Saving Throw, da habe ich Advantage, weil ich ein Gnome bin. Nice.
Cunning. Ist eine 16 schon mal. Saving Throw ist plus 4. 20? Oder ja, 20. 20. Das fehlt. Was? Das heißt, du bist auch threatened. Holy shit! Das dann kann ja keiner das schaffen von euch. Außer mit einer Natural 20. Bin immun. Okay. Oh, toll. Hab ich nicht auch irgendwas? Well. Immunität? Well, fuck. Ich mach den alleine. Well. Mach jede Runde 3 Schaden. Nee, sonst mach ich nichts mehr. Wir holen dich dann morgen wieder ab. Also ich benutze dann mein Movement, um von dem wegzugehen. Mhm. 25 Fuß in Richtung Wand. Wir hätten viel mehr magische Waffen verteilen müssen. Mhm. Okay. Dann. Ich glaube mir gleich irgendwie schwer. Machst du wahrscheinlich nichts mehr. Und nee. Der Rock ist dran. Der Rock? Der war doch gerade erst dran. Oder? Wir haben eine neue Runde jetzt. Ren ist immer der Letzte auf der Liste. Ja. Vielleicht habe ich es auch verwechselt. Das habe ich mir gedacht. Campus dran. Missvieh, aber ich habe ja noch Immunität. Resistance. Der versucht dich zu treffen. Mit was? Mit seinem Beak und Talons. Schön. Das erste ist eine Natural 20. Geil. Das sind. Ich habe ja immer Resistance gegen jeden Schaden. Ja. Immerhin. Das wird mir nichts bringen. 12 Piercing. Du sogar schaffen. 12, ja, so, ja, dann, ja. Also 6. 12 Piercing und. Eine. 13. Zum Treffen? Ja. Achso, was war das erste? Denn, war das erste war eine 20. Nee, nee. Ach ja, sorry. Also, das eben war schon. Trifft beides. Nein. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber deine Armag, du hast. Ach ja. Die das, dann trifft's nicht, sorry, hast recht. Ich aber das ganz erste vergessen. Trifft, das erste war eine Natural 20. Ja, das trifft, aber das zweite nicht. Ich habe ganz vergessen, dass ich meine bessere, jetzt eine bessere Armor habe. 12 Schaden oder so? Oder 11, was hätte ich eben gesagt? 12 hast du gesagt. 12. Dann sind 6 wegen Resistant to All Damage. Okay. Nice. Aber nicht so nice, dass der da ist bei mir. Gut, der und dann ist der Krampus dran. Oder? Ja. Ich hätte ja gewünscht, dass ich den getötet habe. Ich habe ihn gespottet, der soll mich angreifen. Und greift nochmal um ihn. Immer auf die Schwachen. Das erste ist eine 12. Das trifft nicht. Verfehlt. Okay. Tja, kannst gar nicht glauben. Das zweite ist eine 23. Ich glaube, das trifft ja. Elf Slashing Damage. Tschüss. Nein. Schon wieder. Zum Glück stehst du ja direkt neben mir. Ich kann dir direkt wieder ein Potion of Healing geben. Wenn du die anderen drei hast. Ja. Und 10 Poison Damage. Ah, ist sie nicht insta-tot wenigstens. Immerhin. Ist auch gut. Ja. Yep, I'm down. Again. Dann ist Reinhard. Nee, Entschuldigung, Corrigan dran. Ja, lass mich doch machen. Ah, und du machst bitte zuerst einen Wisdom Saving. Ich weiß. Das ist ein 3. Ja, du bist frightened. Ja, das ist okay. Next, start of your next turn. Das ist okay. Wie schlimm sieht denn der Rock aus? So, dass du den nicht schnell da wegge. Okay, ich flöße Umi einen weiteren Potion of Healing ein. Steh auf, Männchen. Steh auf, Männchen. Ja. Wie viel denn? Macht das? Das sind wieder 2d4 plus 2, glaube ich. Das ist ein ganz normaler. Oh, ist besser. Was hast du nur noch so für Flicken auf deinem Umhang? Vielleicht will ich noch einen anderen abreißen. Das ist 4, 3. Ja, also 9. 7, 9. Ha! Du musst gar nichts wegstreichen. Hätte ich es davor nicht. Und schon. Wenn ich kann, würde ich noch auf den Rock schießen. Mhm. Okay. Das wäre dann deine Bonus-Action gewesen und das ist jetzt dann deine Action. Yo. Mhm. Und ich bin unsichtbar immer noch. Ja, ich weiß. Das heißt, ich krieg Advantage. Mhm. Oh. Snake Eyes. Nee, das eine ist eine 7, das sieht nur komisch aus. Okay. Aber das andere ist eine Natural One. Dann wäre das eine 13 zum Treffen.
Das trifft nicht. Du schießt quasi durch den Rock durch. Schade. Ja. Fick dich. Machst du noch was? Läufst du irgendwo hin? Nee, ich bleib bei Umi. Ich brauche ja noch. Ich habe ja noch 2 Potions of Healing. Dann ist Reinhard dran. Hau mich! Na los! Das macht bestimmt irgendwas. Das hilft bestimmt einfach nur nicht. Ja. Reinhard grappelt Krampus. Okay. Jawohl. Was musst du jetzt machen? Du darfst einen Athletics oder Acrobatics Check gegen meinen Advantage Strength plus 7 Check machen. Gute Idee. Plus ein D4. Ach nee, doch nicht. Das ist Athletics oder? Acrobatics. Also wie Strength rechnen oder sich die? Strength oder Dex. Also das, was plus da... Ja, bei Strength oder Dex. Das ist eine... 9. Ich hab 25. Nee, Entschuldigung. Ja, okay, ist auch egal. Saving Throw wär's, ne? Ja. Ja, dann wär's... Nee, du machst einen Check. Ich mach einen Check, okay. Dann ist es nur 9. Ja. 25, ich grapple den als meine Aktion. Was heißt das? Sein Speed ist 0. Und wie kommt er dann wieder raus? Wenn mit einem Strength-Check, glaube ich. Kann nochmal einen Check machen. Wahrscheinlich kann er sich auch einfach wegteleportieren, aber ich mach's trotzdem. Okay. Genau. Wenn er sich wegteleportiert, ist Grapple vorbei auch. Okay. Ich hätte mal dafür sorgen sollen, dass... aber ich kann mich natürlich jetzt noch mit halbem Movement bewegen und dann bewege ich mich nämlich weg. Ich kann ihn nämlich mitnehmen. Okay. Und dann bewege ich mich Richtung Tür, weg von den anderen. Wie viel? Halbes Movement, 15. Schmeiß ihn zur Dragon Turtle! Die Tür ist zu, leider. Ach, scheiße, ja. Ja, aber das Reinhard ist ja auch nur... passt nicht durch die Tür aktuell. Richtig, doch. Nicht? Das ist eine Doppeltür. Das ist doch eine große Tür. Ja, stimmt. Aber das ist ja eh ein Traum. Die Tür ist zu, oder? Ein Traumviech und der Typ ist der Meister der Träume. Das ist egal, er ist gegrappelt. Okay. Oh, stopp. Wie hoch ist der Raum? Jetzt wegfliegen. Okay, ja, dann fliege ich die 15 nach oben. Okay. Dann bleibst du aber an der Stelle? Ja. Okay. Okay, wie markieren wir das? Legen wir 20 daneben. Genau, und dann machst du die Fußanzahl, sag ich mal. Hab ich nicht. Hast du einen? Ich hab einen. Ja, das ist 14. Ich pack den an den Schultern und flieg hoch. Okay. Das war dann deine Action. So überdimensionierter Engel. Da. Das heißt einfach nur, dass ich mich nicht bewegen kann, ich kann aber alles andere machen. Speed ist 0. Das heißt aber, ich kann dich alles trotzdem angreifen. Ja. Gut. Dann ist Umi dran. Das wäre super witzig, wenn das funktioniert. Ich stehe auf. Wieder. Und gute Frage. Zieh irgendwas von deiner... Spiel das Instrument. Hol dir das. Brauchen wir eine Holzleiter? Oder 2 Hunde? Hey, 2 Hunde sind 2 Verbündete. Also. Du kannst auch ein Pferd holen. Brauchst du 100 mit oder ohne Satteltaschen. Ich kann beides machen. Das Richtige für 100 Goldfies ist jetzt. Ich könnte dir ein Fenster machen. Dann kommen wir hier raus. So ein Fenster zum Durchfliegen. Wenn du das Fenster an die Wand machst, kommen wir vielleicht hier raus. Ich zieh das Ding mit dem Fenster runter und versuche ein Fenster an die Wand zu machen. Ist das groß genug für mich? Das ist 2x4 Fuß. Du kannst dich durch ein Medium-Dings durchquetschen. Ja. Das Fenster in einer Katakombe. Und ich stelle mir vor, dass es in die Freiheit aus dem Traum herausführt. Okay, du machst das Fenster wohin? Da, wo sonst immer die Türen waren, durch die wir weitergegangen sind. Aufstehen, ne? Erstmal. Ja, dann kommst du leider nicht hin. Also hier hin. Ja, das schaffst du nicht ganz. Aber muss ich es dafür berühren? Mach das doch da, wo... Es muss Reach Water Surface sein. Mach es doch da an der Wand. Dann mach ich es da, ja. Okay, also du klatschst dieses Fenster daran. Und das Fenster ist da. Und... Was meintest du noch was zu? Du klatsch einfach erstmal nur das Fenster dran. Und stelle mir vor, dass es in die Freiheit aus dem Traum führt. Was ist denn auf dem Ding drauf? Ein offenes oder ein geschlossenes Fenster? Worauf? Das ist ein Fenster.
Es ist einfach ein Fenster. Steht einfach ein Fenster. Hier. Okay, dann ist da ein Fenster, was offensichtlich rausführt. Also du siehst irgendwie Himmel dahinter. Aber es ist noch zu. Es ist ein geschlossenes Fenster. Ich rufe Fenster, Fenster und zeige da panisch hin. Ich versuche alle darauf aufmerksam zu machen. Okay. Dann ist Ren dran. Und macht bitte auch, ich habe dann ist egal, du bist ja nicht nahe rangegangen. Du musst auch, nee, du musst nicht mehr eins. Nee, ich bin du, dann, du bist nicht mehr frightened dann. Ja, gut. Ich würde versuchen, Misty Step zu machen hinter Reinhard, so würde es gehen. Okay. Teleportation. 30 Fuß sind das. Ja. Hinter Reinhard. Ja, so also, gut es geht in die Richtung von Reinhard. Ich bin aber in der Luft. Ich wollte gerade sagen, also. Ach so. Also du willst irgendwie, oder willst du zum Fenster? Nee, da ist ja das Ding, dann werde ich ja wieder frightened. Ich will... Nee, der ist in der Luft. Ja, aber der Radius ist ja trotzdem irgendwie so... Wie hoch bist du geflogen? 15. Fuß. Radius war 10. Scheiße. Do it. Do it. Ja, nee, so, aber hier zu mir quasi teleportieren in der Linie, weißt du? So, so. Ich stehe da hinten. Nee, zu uns. Zu uns. Nee. Ja, ja, da, so, schon ja. So in die Richtung. Ja, 30 Fuß, aber ne? Wie viel kann ich denn? Wie lang? Ja, genau, da so. Ja, das ist super. Das ist toll. Und dann habe ich ja noch Bewegung. Dann würde ich mich bewegen, 25 Fuß nochmal. Aber diesmal um... Ja, ich würde den Schlitten mir angucken. Was sehe ich denn da beim Schlitten erstmal? Wie sieht der aus? Sind die Rentiere irgendwie Monster oder sind das normale Rentiere? Das sind Rentiere. Und Rentiere. Sehr große Rentiere. Rote Nase vorne? Nein. Oh. Ja, aber vom Gesaufe. Leid auf die Nase des Rentiers. Ich würde mich nochmal 25 Fuß bewegen zum Schlitten. Okay. Zusätzlich Misty Step. Ja, das ist ja ein Zauber einfach gewesen. Machst du Tool Proficiency Vehicles Air? Ja. Und ich sage, na, zu den Rentieren. Und das war's. Okay. Okay, dann ist der Rock dran. Ja, bewegt sich hier hin. Oh nein. Hier. Und hat Corrigan. Ist er sich da sicher? Der weiß nicht, dass ich da bin. Ich bin unsichtbar. Er kriegt nur Disadvantage. Ja, aber er weiß ja trotzdem nicht, wo ich bin. Wie macht man das? Kriegt ja, man, wenn man dann, okay, dann haut er um ihn. Du kannst es square hauen, wo du den vermutest, und kriegst Disadvantage. Aber wie vermutet man? Wenn man ihn das letzte Mal gesehen hat. Was war deine letzte Action? Du hast ihr den Trank gegeben. Dann versucht es mit Disadvantage. Hast du auch auf den geschossen oder nicht? Hab ich auf den gerade geschossen? Eine 16. 17. 17? Shield. Okay. Du brauchst nicht shielden, du sollst es machen. Das heißt, meine Armor Class erhöht sich um 5 und damit ist das 20 und es trifft nicht. Nice. Das war der erste. Shield? Mann. 18. Bleibt bei 20 für die Runde. Bleibt bei 20. Okay, für bleibt dabei. Okay, super. Dann. Ich wusste nur, dass Corrigan Schild hat. Haut er irgendwie mit seinem. Ach ja, mit seinem Ding. Der Guardianum-Zauberschild, der sich. aus dem Nichts. Okay, dann ist der Krampus dran. Und castet Wall of Fire. Oh, shit. On a solid surface within range, und zwar hier entlang. Natürlich. Nein! Ja, man kann durchgehen, aber man kriegt Schaden. Und man kriegt zu viel ich brauche einen Dexterity Saving Throw. Ist das der Moment, wo ich einen Counterspell casten könnte? Ja. Ja. Dann würde ich das probieren. Ja. Okay. Welches Level ist denn der von deinem Patch? Müsste auch dritter. Third Level müsste das sein. Ja, der ist Third, ja. Das heißt, auf welchem Level castest du? Weißt du? Ja, das ist wichtig. Ja, Fourth Level ist es eigentlich. Dann muss er würfeln, ne? Dann musst du würfeln.
Aber du musst erstmal würfeln, ob das mit der Scroll überhaupt funktioniert und dann musst du würfeln, okay, ob der Counterspell reicht. Das heißt, ich muss jetzt einmal über 13 kommen erstmal. Ja. Genau. Ha! Ja. Plus 3. Okay, das klappt. Und jetzt musst du, glaube ich, einmal über 14 kommen. Ist das so? Oder? Ja. Weiß ich nicht. Über 14? Ja? Ja. Okay. Mit was für einem Skill? Das ist Arcana? Ability Check mit Spellcasting Ability. Also ein Charisma-Mod. Plus 3. Plus 3. Über 14. Go, Umi! Es ist ein Ability Check. Und Jack of All Trades erhöht jeden Ability Check. Also plus 4. Plus 4. Nice. Kannst du dich nicht selber inspirieren? Jack of All Trades einfach nur halt einen Proficiency-Bonus in allen Skills gibt, in denen du nicht proficient bist. Auf jeden Ability Check. Ja, das stimmt. Auch auf Initiative und alles. Nice, echt? Nice! Das ist eine 18. Okay. This World's 4. Das heißt, dass der verschuft dein Zauber. Okay. Ihr seht einmal kurz Feuer aufblitzen, was dann direkt wieder in sich zusammen sagt. Ich liebe Counter-Spell, das ist so toll. Ich drehe mich zum Campus und mache... Dann Ren schaut über den Rücken so, wow. Okay. Ich mach das gleiche, wäre nicht der Fässer der Schulden. Corrigan ist dran. Corrigan ist dran. Ja. Okay. Corrigan macht das Fenster auf. Okay, du machst das Fenster auf. Spüre ich Luft? Luftzug, ja. Okay, das klingt gut. Ja. Okay. Ren! Mhm. Reinhard! Wir gehen jetzt! Ich werfe Hoppala raus. Ja. Und würde dann hinterher springen. Okay. Durchs Fenster. Du wachst auf. Oh! Shit. Und ich habe keinen zweiten Spacelot mehr fürs Teleport. Nimm den Schlitten mit. Ja, ich versuch's. Okay, dann ist Rainer dran. Fliegt da immer noch mit dem Krampus? Ja, ich halte den Krampus fest. Okay. Und fliege 10 Fuß höher. Okay. 25 dann. 25, aber ja. Ja, das können wir uns merken. Okay, und bleibe dann dort und halte den fest. Aber ich kann ihn noch angreifen, ich habe aber auch keine Action gemacht. Warte, schwer zu magische Waffe. Ich hau ihm in die Fresse. Dann hau ihm in die Fresse. Ich hab ja mehr Strength. Das wird auch ein gutes Team. Okay. Natural 20. Jawohl! Du erwischst diesen Teufel mit diesen Hörnern in diesem Weihnachtsmannmantel und gibst ihm voll einen auf die Nase. Frage. Mhm. Mein Unarmed Strike macht jetzt flat 7 Damage, weil das mein Modifier von Strength ist. Was passiert beim Crit? Wenn er normalerweise nur Würfel erhöht. Du machst einen D4 extra. Nee. Ich bin ja nicht... Aber ja kein Skill für. Normalerweise, wenn du da nichts für hast. Nein, du machst so oder so ein D4 extra. Weil du groß bist. Das stimmt, den kann ich verdoppeln. Den kannst du auf jeden Fall verdoppeln. Aber die 7 von dem Strength Modifier, kann man die verdoppeln? Wahrscheinlich nee. Nicht. Nee, ich denke nicht. Aber schade. Ja, dann bringt der Crit nicht so viel, ne? Nee. Aber er trifft immerhin. Und ich mach dann noch 5 drauf. Also mache ich 12 Bludgeoning Damage mit meiner Hand. Und noch 3 Radiant Damage, weil die leuchtet, die Hand. Geil. Mit dem Stahlpanzerhandschuh. Und dann halte ich ihn weiter fest mit der einen Hand. Du haust ihm voll auf die Fresse. Und es sieht so aus, als ob das richtig scheiße wehtut. Aber der grinst dich immer noch an und das ist ihm scheißegal. Hat er einen Zahn verloren, wie gesagt? Ja. Gut. Flop. Er fällt runter und um auf den Kopf. Okay, das war deine Action. Ich nehme ihn nicht mit. Ja. Dann ist Umi dran. Ich gehe durch das Fenster. Okay, du springst durch das Fenster und wachst auf. Dann ist Ren dran. Ich gehe zum Schlitten und setze mich rein. Ich würde sagen, dass das dich echt, also dein gesamtes Movement kostet. Ja, ja. Ist okay. Dann rufe ich Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet und Cupid, auf! Und ich will mit dem Schlitten losfliegen.
Ich gebe mir vorher mal nochmal ein Acrobatics-Check. Acrobatics? Ja. Um da reinzuklettern? Ja. Nee. Mit Advantage. Schade. 8. Das schaffst du, das sieht aber für Reinhard richtig winzig aus, wie Ren versucht rein, erstmal kopfüber in den Schlitten reinfällt und darin eine Rolle vorwärts macht, bis du dann irgendwie halbwegs wieder. Und dann rufe ich: auf! Okay. Und passiert irgendwas, wenn ich das rufe? Ja, die sind tatsächlich jetzt mit der Initiative. Nein! Die drehen sich jetzt alle um. Das bitte als Fanart. Bitte. Renn sitzt auf dem im Schlitten und fünf böse Rentiere, die ihn angucken. Okay, was genau? Du hast ihren Namen gesagt? Also. Ja, ich habe gesagt: Fliegt! Fliegt! Okay, dann heben die mit dem Schlitten ab. Zum Fenster, rufe ich! Aus dem Fenster! Wachst mit denen auf? Was? Mit denen wachst du gleich auf? Neben dir. Das ist so geil! Oh, schön. Die Szene okay. Los geht die Bühnefahrt. Ja, und ich sammle noch einer dein. Okay, ich wollte auch gerade ein Foto machen. Ist der Rock dran, der da einfach nur steht, diesen Schlitten auf sich zukommen sieht und schreiend in diese Richtung verschwindet. Nice. Er weiß ja, dass das der Schlitten seines Meisters ist. Ja. Der Krampus versucht Reinhard noch mal ein letztes Mal zu hauen. Disadvantage. Mit wieso? Einer 18. Weil Protection from Good. Ist egal, ne? Ach, ja. Und einer, ja, trifft nicht beides. Mhm. Das heißt, er. Riecht auch um meinen. Okay, dann ist. Dran. Ich lasse den Grapple los und mache einen Sturzflug durchs Fenster. Obwohl, stopp, Rainer ist ja noch nicht durch. Nee, noch nicht. Dann halte ich den fest und halte meine Aktion. Okay. Wie weit ist das Fenster weg? 25 bin ich hochgeflogen. Wie groß war das Fenster? Das Fenster. 2x4 Fuß. Ja, also ich komme da durch. Ja. Mit Sturzflug, mit Flügel eingeklappt. Also ich will so, ich bewege mich dann runter und halte meine Aktion zum Dashen. Dass ich mit 30 Fuß da durchkomme. Machst du noch irgendwas anderes? Nö. Nur auf da rein, daraus zu okay. Mein Movement ist jetzt erstmal, mich da in Reichweite zu begeben und dann halte ich meine Aktion zum Dashen, um den loszulassen und da durchzustürzen, sobald Ren sicher ist. Okay, um das ihn loszulassen. Ja. Okay. Loszulassen gut. Und dann auch zu fliegen. Dann ist Ren dran. Ja, ich hab denen ja befohlen, was die machen sollen. Was machen die? Fahren die weiter? Oder haben die ihre eigene Initiative jetzt? Naja, die haben ja die Bewegung gemacht. Also die haben sich eben auf dein, waren nach dir dran mit der Bewegung und haben sich so bewegt, wie sie jetzt stehen. Aber ich habe das Gefühl, die führen noch weiter den Befehl aus. Momentan. Boah. Ja, okay. Guck nach Geschenken im Schlitten. Ja, ich guck nach Geschenken im Schlitten. Ich gebe mir eine Investigation. Natural one. Das ist keine One, oder? Das ist eine ah, nee, doch. Okay. Du siehst keine Geschenke hergestellt. Oh. Darf ich noch was machen? Das wären bestimmt alles Cursed Items gewesen. Ja, kannst du machen. Ich würde dann nochmal meinen letzten Space Lord für Magic Missile auf den Krampus. Ja, okay. ja. Mit? Was? Einfach trifft, das trifft ja aber 3. Ja. Die 4 plus 2. 3. 6 plus 3, 9 Force Damage. Okay, dann sind die Rentiere dran. Und ich rufe, ho, ho, ho! Und haben das verstanden, dass sie sich beeilen sollen, deswegen dashen sie. Ja. Und zwar einmal ist auch Dasher dabei, oder? Ja, Dasher ist dabei. Durch das Fenster, mit Schlitten und mit... Reinhard! Ich rufe so beim Vorbeifliegen. Reinhard, komm! Und frohe Weihnachten!
Du Scheißkerl, sag ich so zu dem Krampus. Wollen vorbeifliegen. Ist der Krampus los? Ich lasse ihn los, rufe Yippie-Yay, Motherfucker! Und dann stürze ich runter. Und warst auf. Yeah! Wo machen wir auf, ist meine Frage. Bin ich im Stall mit Rezi? Ihr wacht alle in der Burg auf. Ah, ja. Hey. Neben dann ehren wir uns da. Das muss ich, glaube ich, noch mit dem anderen Dungeon Master klären. Die Info gibt es dann bei der nächsten Heldenkartei-Folge. Aber richtig geil. Ich fand's auch super. Danke, Lea. Ja, gerne. Also, ich bin mit dem Plan daran gegangen, dass ihr das nicht überlebt. Wir haben uns gar nicht blöd angestellt. Das Fenster war die Fenster. Aber so gut, wie ihr euch gerade angestellt habt. Ja, richtig geil. Gute nice. Ideen, zeigen sich hat aus. Hat Spaß gemacht. Ja, cool. Nächstes Jahr zu Weihnachten zahlen wir es ihnen nun heim. Ja, ja, aber dann kommen wir zurück und dann ist voll aufs Maul. Wer weiß, vielleicht. Hat sich da noch viel verändert. Wir schauen mal. Stimmt. Dominik schon mit seinem zweiten Charakter dann. Ja. Ja, mit seinem dritten. Ganz ehrlich, er hat die Monster-Rentiere mitgenommen. Ja. Fünf Stück. Magic-Item. Ja. Ja. Das Deck of Many Things und, auch mitgenommen. Naja, also er hat zwar jetzt die Pakete nicht gefunden, aber da sind ja noch welche in dem. Richtig, ist ja nicht so, dass die nicht da sind. Wir haben ja jetzt viel gute Erfahrungen mit irgendwelchen Geschenken, von denen wir nicht wissen, was drin ist. Ne? Natürlich. Das war cool. Das war richtig cool. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Frohe Feiertage, ne? Was willst du noch sagen? Sorry, das war deine Ich möchte sagen, ich hatte Spaß. Ja, ich hatte auch Spaß. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß und wir hoffen, dass ihr eine schöne Weihnacht verbracht habt. Mit uns und mit euren Liebsten natürlich. Und verbringt. Auch. Und verbringt, natürlich. Weiterhin verbringt. Und ja, sonst noch irgendwelche Sachen, die wir noch anmerken möchten? Wir freuen uns riesig auf das nächste Jahr, denke ich. Ja, aber wir sind alle heiß, wieder richtig einzusteigen. Wir haben jetzt ein bisschen die Produktion runtergefahren, als das Jahr zu Ende ging. Aber nächstes Jahr geht es wieder richtig los und ich habe richtig Bock. Heldenkartei Staffel 2. Yay, Staffel 2. Wir sind irgendwo in abgestürzten Städten. Genau, Labkram kommt jetzt demnächst. Ja. Genau. Labkram kommt. Es kommt Hintergrund zur Heldenkartei-Spielwelt. Das steht auch erstmal an. Ja, eventuell und noch das eine oder andere One-Shot vielleicht. Mal gucken. Wer weiß, was wir noch unterkriegen. Na, genau. Aber das große Ding ist natürlich Heldenkartei Staffel 2. Und natürlich noch das Finale von Star Wars. Stimmt. Ja, das wird super. Alles klar. Vielleicht sterben wir da ja alle. Ja, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall wünschen wir euch noch viel Spaß in Multiverse. Und wir sehen uns bald. Habt schöne Weihnachten, schönen guten Rutsch und alles. Jawohl. Und wir sehen uns bald. Ho, ho, ho. Frohes Neues.